Rap. Yeah! Was geht ab, Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Serie Road to Quickscope Beast in Call of Duty Ghost. Ja, meine lieben Freunde, erstmal eins vorweg. Es kann sein, dass hier oben rechts heute die Webcam ein bisschen ruckeln wird, weil ich habe nur noch ganz wenig Speicher frei auf meinem Laptop. Ich muss erstmal den ganzen Kram auf eine externe Festplatte packen. Ja, und dann sage ich euch mal erstmal, worum es in dieser Serie gehen wird. Erstmal noch eins kurz vorweg. Es kam jetzt ungefähr, glaube ich, eine Woche kein Call of Duty, kein Battlefield. GTA kam vor 5 Tagen ungefähr. Das lag daran, es ist ja jetzt morgen Weihnachten und ich musste die ganze Zeit Geschenke und sowas kaufen. War halt ziemlich viel Stress und sowas. Aber ab heute wird natürlich wieder alles regelmäßig starten. Keine Sorge, meine Lieben. Und ja, in der Serie geht es darum, dass wir versuchen werden, von einem Anfänger-Quickscoper zu einem Profi zu werden. Mit den 4 Sniper-Klassen, die es hier gibt. Die zeige ich euch mal eben. Diese 4 Stück gibt es hier. Die 2 waren bisher freigeschaltet. Die hier oben links und oben rechts. Und ja, damit werden wir versuchen, eine richtig geile Serie zu starten. Schön die Gegner wegzuquicken. Ich habe ja davor in den Let's Plays auch mal mit der Sniper gezockt. Und da meinte die alle, boah, du hast es ja voll drauf. Mach auf jeden Fall eine Serie damit. Ja, das werde ich natürlich jetzt auch machen. Es wird ungefähr in Call of Duty 2 bis 3 Serien geben. Einmal noch eine Serie mit den normalen Waffen, das natürlich. Und eine Serie mit euch Abonnenten, diesen Extinction-Modus. Wenn wir mal ab und zu 4 zocken, wird bestimmt auch richtig Bock machen. Das wird auf jeden Fall auch kommen, aber jetzt nicht so regelmäßig wie jetzt hier die Hauptserien. Und ja, wir werden auch versuchen, die ganzen Sniper auf Goldtarnung freizuschalten. Das heißt, wir müssen ja gewisse Sachen erledigen, wie erreichen sie 25 mal 3 Abschüsse mit dieser Waffe, ohne zu sterben und sowas. Also erstmal alles Herausforderungen, um die goldene Tarnung freizuschalten. Das setzen wir uns natürlich auch als Ziel. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in die erste Runde. Ich kann es kaum erwarten. Heute startet endlich die erste Serie. Los geht's, bis gleich, meine Lieben. So, und dann geht's auch direkt los mit der ersten Runde. Aufgeputzt zocken wir auf der Map Octane. Ist jetzt nicht so die coole Map, ist ein bisschen kacke, weil in der Mitte da chillen immer alle und die Leute auf den Häusern, bup, bup, schießen die einfach alle weg in der Mitte. Ja, werden wir mal sehen, ob es diesmal auch so sein wird. Wir werden natürlich unser Bestes geben mit der Sniper. Und ja, ich wollte noch in diesem Video ein paar andere Sachen ansprechen. Also, es haben ja viele gesagt unter dem GTA 5 Let's Play, ich soll unbedingt Slender Let's Playen. Darauf habe ich auch richtig Bock, das werde ich auch machen. Nur ich werde mir da richtig in die Hose scheißen. Das wird auf jeden Fall richtig lustig, wird auf jeden Fall die Tage kommen. Keine Sorge. Und ja, dann geht's auch direkt los mit dem ersten Spiel. Also, es wird auf jeden Fall auch Runden geben. Kann auch sein, dass es diese Runde sein wird, wo wir richtig abkacken werden, wo wir gar keinen treffen werden. Aber so soll es natürlich auch sein. Wir sind Anfänger und wollen Profi werden, dass wir bei jedem Schuss den Gegner direkt treffen und dass er tot ist. Das ist natürlich unser Ziel. Und die Sniper-Tarnungen alle auf Gold freizuschalten, das sollte auch eines unserer Ziele sein. Guck hier, da hinten. War, habt ihr schon gesehen? Warte, komm. Wer war der? Ach, scheiße. Ja, komm, ich kann den nicht quickscopen. Der ist zu weit weg, Alter. Da, boah, da haben wir auch noch welche. Warte mal. Ey, komm, ich gehe jetzt hier runter. Ich will die quickscopen und nicht hardscopen. Quickscope ist das hier, zack, zack. Und hardscopen ist, wenn du so machst. Geil, ey. Oh, fuck, da hinten war einer, fast gekommen. Guck, das war Quickscope zum Beispiel. Ja, fängt doch schon mal super an, ja. Ramba, zamba, karamba, lutsch meine Eier. Und Übersteiger, geht vorbei, ja. Komm, jetzt bin ich wieder gut drauf, Alter, komm. Obwohl das so eine Scheißmap ist. Ich will hier was reißen. Ich will die Gegner anal penetrieren. Kommt, wo seid ihr, ihr Schweine, Mann? Was ist das für eine Drecksmap hier? Da hat man ja gar keinen Überblick, Mann. Junge, überall die Wände eingerissen. Junge, Junge. Oh, fuck, in 5 Sekunden sind wir tot. Ah, fuck, da haben wir einen Gegner. Okay, gut. Hätte ich den jetzt nicht bekommen, wäre das peinlich geworden. Komm, komm. Da haben wir auch schon einen gehabt, ey. Ah! Scheiße. Ja, komm. Ey, warum stirbt er denn nicht, Mann? Ich hab ihn doch voll getroffen. Stirbt er einfach nicht, dieser Sack. Dieser Sergeant-Sackgesicht. Komm. Ah, Mann. Zack, zack. Jetzt auf den nächsten. Wo seid ihr, Mann? Oh, Rotlichtmilieu. Oh, komm mal. Gibt's hier geile Nutten? Wo sind die Nutten? Oh, ist wirklich ein Nutten. Ey, das gibt's wirklich Nutten. Und direkt mal in die Möse schießen. Bäm. Bäm. Auch einmal auf die Titten. Nee, scheiß auf die Titten. Komm. Ach, jetzt wollen wir. Ja, wollen wir einmal ein bisschen Spaß haben hier im Rotclub. Rotlichtmilieu und dann werden wir gekillt, ey. Hör mal, da oben war auch schon ein Pisser, ey. Ja, der hat uns schneller gesehen. Ja, was haben wir für ein Verhältnis? 3 zu 3 ist nicht schlecht, Freunde. Unser Ziel ist es natürlich auch, nicht ins Minus zu kommen. Wir werden versuchen, jede Runde im Plus zu bleiben. Komm, komm. Da, fuck, ey. Ja, guck. Oh, oh, 2 hintereinander. Gebankt, hör mal. Ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Oh, fuck. Ja, hab ich hier einfach beide hintereinander weggefetzt, hör mal. Da hat man.
Ach man, der war schneller. Und das Coole ist, bei aufgeputscht, wenn man einen killt, zieht das Visier auch noch schneller als normalerweise. Das heißt, wenn ich jetzt, zack, jetzt zieht er zum Beispiel viel schneller, also langsamer, wenn ich erstmal einen kille. Komm. Wo seien denn diese Schweine? Wo sind die, Mann? Sind die alle im Puff hier, oder? Ach, komm. Was war das denn, hör mal? Das gibt's doch wohl nicht. Ich guck gerade auf dem Bildschirm nicht, dass das Gameplay am Ruckeln ist. Ja, da wurde einer getötet. Ah, die Tankstelle ist wieder runtergefallen. Das ist eh Beste. Die Tankstelle fällt dir einfach immer runter. Auf Rille. Die Tankstelle ist Rille und kippt einfach um. Und ich denke, ich bin am Mille. Komm mal. Ja. Ach, Mann. Hätte ich haben müssen. Da war auch einer. Da war gerade einer, Mann. Da war einer da oben. Bam. Ey, da war doch voll Headshot, Mann. Was soll die Scheiße denn? Ihr habt ihr doch voll in die Schädel geschossen. Hör mal. Also, der regt mich auf hier. Komm. Ja, aber ist nicht schlecht für unser erstes Let's Play. Beziehungsweise, dass wir hier am Abkacken sind. Ja, scheiße, jetzt kacken wir ein bisschen ab, Freunde. 2 Kills im Minus. Aber wir hatten unsere guten Szenen gehabt vorhin. Die waren auf jeden Fall nicht schlecht. Komm, ey. Ja, guck mal, die campen alle hier. Das fuckt mich, ey. Das fuckt mich einfach so ab, ne? Diese elenden Pisser. Wir können hier einfach nur campen. Soll ich auch mal campen? Hier einfach mal chillen, bis einer kommt. Und dann werde ich selber gekillt, ey. Ihr Sackgesichter, Mann. Boah. Komm, jetzt chillen wir mal auch hier oben. Wir liegen in Führung. Ja komm, was seid ihr denn, ihr Schweine, ihr scheiß Dreckscamper, ihr kleinen elenden Pisser. Wir verlieren Trupp. Komm, come on. Da war ein Hund, Alter. Boah, scheiße, ich töte keine Hunde. Komm, 360. Bam. Boah, ich jetzt eingetillt, Alter, ne? Das sind diese Trickshots, diese Face, wenn ihr Face den Sniper-Clan kennt. Ach, komm. Der Hund, komm. Ach, scheiße, der arme Hund, ich hab den getötet, ey. Fuck, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich sowas mache. Fuck, wo wurde der gekillt, Mann? Von wo? Ey, Freunde, Mann, ich hasse diese Map, ne? Da können die Gegner überall sein. Die können ich einfach direkt töten. Komm. Ja, okay, scheiße. Wir sind 5 Kills im Minus, ey. Wir chillen bei den Nutten hier. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt eine Runde, wo wir jetzt ein bisschen am Ablosen sind. Aber ist doch das erste Spiel, Freunde. Mein erstes Spiel für heute. Ich habe mich natürlich nicht eingespielt. Und so soll es auch sein. Wir sollen ja direkt von Anfang an gut zocken können und nicht so eine Scheiße. Jetzt kriegen wir eine Nachricht. Nee, die kann ich jetzt nicht lesen. Da oben. Komm, der gehört mir, ey. Der gehört mir. Wenn der mich jetzt killt, bin ich ein Noob. Wo ist die scheiß Treppe, Mann? Gibt's hier keine Treppe oder was? Wie komme ich denn... Ey, guck mal, guckt euch das an, Mann. Diese Maps sind einfach so scheiße konstruiert. Hier gibt's keine Leiter. Zack, da. Den habe ich bekommen. So, jetzt muss direkt weitergehen, Freunde. Da. Zack. So, jetzt sind wir voll in Fahrt, wie der Wepper. Double Time. Oh, da oben war einer. Scheiße. Aber immerhin 2 hintereinander bekommen. So muss es weitergehen. Komm. So. Wo seid ihr, ihr Säcke? Ihr Sackgesichter. Mann, jetzt kommt wieder... Ey. Moment. Von wo schießen die denn, die ganzen Schweine? Komm, ich leg mich mal jetzt einfach hin. Da. Ey, hab ich doch getroffen, Mann. Oder war ich der letzte Kill? Ja, war auf jeden Fall eine geile Runde für den Anfang. Wir haben immerhin 8 Kills gerissen und 11 Tode, 3 Mi... Ach, guck mal, wir haben den letzten Kill gemacht. Hier, guck mal, der letzte Kill, das waren wir. Bam, Alter. Perfekter Quickscope, haben wir den Anal gegeben. In den Arsch, hör mal. Ja, meine lieben Freunde, ich würde mich freuen, wenn diese Folge, die allererste Folge der neuen Serie Road to Quickscope Bees, 500 Likes erreicht. Das würde mich echt freuen, damit ich weiß, dass die Serie auch gut bei euch ankommt. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auch gleich direkt bei der zweiten Runde. Ich versuche das Let's Play so ungefähr für 10 bis 15 Minuten zu halten. Oder schreibt ihr mal in die Kommentare, wie lang die Let's Plays sein sollen. Dann werde ich mich natürlich an euch anpassen, was ihr so gerne haben wollt. Aber ich denke mal maximal 20 Minuten, 20 bis 25 allerhöchstens. Mehr sollte es auch nicht sein, weil sonst ist es einfach zu lange. Ja, schreibt es einfach auch mal in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auch gleich direkt im nächsten Spiel. So, dann geht's auch direkt los mit der zweiten Runde. Wir werden jetzt diesmal die Sniper nehmen, die LS111, glaube ich, war das. Und wir werden mit dieser Sniper mal zocken. Mal gucken, mit welcher wir besser klarkommen werden. Die ist auf jeden Fall auch nicht schlecht zum Quickscopen. Die killt meistens immer direkt beim ersten Schuss. Bei der anderen ist es so, dass man manchmal 2 Schüsse braucht. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinen Quickscope-Videos auch dazu motiviere, mit dem Quickscopen anzufangen. Ah, den habe ich doch getroffen, Mann. Da oben. Ah, scheiße, Mann. Kacke, den ersten habe ich aber getroffen gehabt. Was soll die Scheiße? Mann. Es wird aber bestimmt Let's Plays geben, wo wir richtig abkacken und dann werde ich mich einfach so aufregen, wie jetzt zum Beispiel, weil der Schwein uns einfach gekillt hat hier. So unnötig. Irgendeine Schweinebacke. Komm. Ey, da oben waren die wieder am Campen. Habt ihr das gesehen? Die ist auf jeden Fall nicht schlecht, die Sniper. Die gefällt mir eigentlich. Da oben. Der Pisser. Du Pischer, ey. Hast du überhaupt gelernt, Alter?
Ey, der war doch. Der war doch. Der war doch, Mann. Guck mal, ich hab den vorhin zweimal getroffen. Ey, das regt mich einfach so auf gerade. Fickt euch doch, ihr Schweine. Ey. Das ist einer von uns. Der hat den bestimmt gekillt. Boah, den habe ich doch getroffen, Mann. Ey, Mann, Mann, Mann. Wir nehmen ja die andere. Oh, fuck, jetzt haben wir dieses Kampfmesser. Ey, fuck, müssen wir einmal kurz mit dem scheiß Messer spielen. Egal, komm. Einmal mit dem Messer muss sein. Auf Rille. Komm, komm. Bam, Junge. Bam, bam, Alter. Ah, aufgeputscht, aufgeputscht. Mit dem Messer auf Rille. Scheiße, wurden wir gekillt, ey. Komm, komm. Ah, wie viele Kills haben wir? 2 zu 5. Wieder im Minus, ey. Da krieg ich zu viel, ne? Mann. Ja, das ist auch. Die Map ist eigentlich geil. Nur hier campen auch Fehler. Das regt mich auch übertrieben auf. Guck, Mann. Guck, guck. Der muss sich direkt hinter seinem scheiß Stein verstecken. Ja. Du liebst deine Steine. Das wissen wir auch. Sack, Mann. Komm. Ich sehe schon kommen, Mann. Guck jetzt, man kann ja nicht durch die Mitte rennen, ohne dass man gekillt wird von diesen Pissern, ey. Oh, oh meine Güte, Freunde. Das regt mich einfach so auf. Wo ist er denn hin? Da oben, zack, haben wir den getroffen, da. Oh, ich will nicht gekillt werden. Oh, 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 ja, komm, jetzt werde ich den gekillt, Mann. Oh. Ja, ab und zu treffen wir, aber wir müssten so weit hinkommen, Freunde, dass wir mit jedem Schuss treffen. Komm, jetzt campen wir auch mal hier, komm. Ja, komm, wir warten jetzt auch mal, bis da einer kommt. Guck da, da haben wir auch schon einen und ich treffe ihn nicht, ey. Guck, normalerweise, wir müssen so gut werden, dass wir so einen zum Beispiel direkt beim ersten Schuss treffen. Wir sind doch wirklich Anfänger. Fuck, da war einer. Ach, komm, ey, so von naher Distanz ist echt schwer mit dem Quickscopen. Zack, getroffen, geht doch. Komm, komm, ach, komm, hier killt man einen und wird direkt von hinten vom nächsten gekillt. Ah. Da, küsst er. Komm, zeig dir doch die Schweine. Hier, ey, da hab ich doch... Ey, guck, guck, das meine ich, Mann. Wir nehmen ja die andere. Die fuckt mich ab. Hier braucht man immer zwei Schüsse. Wenn man mit einer Sniper getroffen wird, dann muss man direkt tot sein. Es gibt keinen Menschen, der sowas überleben kann. Vor allem nicht im oberen Brustbereich. Meine Güte, ey. Da haben wir auch einen. Ja, komm, ey, Mann. Freunde, wir sind noch voll die Anfänger. Das wird noch ein langer und harter Weg, bis wir zu einem Profi werden. Aber so soll es natürlich auch sein. Es ist ja ein Weg. Ein Weg zu einem perfekten Quickscoper. Nicht perfekten, aber guten. Und bin ich so, Mann, 10 Kills im Minus, Alter. 10. Lutsch mir doch die Eier, ey. Das gibt's doch nicht. 10 Kills im Minus. Boah. Komm. Ja, komm, ey. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, ey. Boah. Elende Pisser, Mann. Diese scheiß Drecksmap. Einfach eine Scheißmap ist das. Fick diese. Fick ich diese Scheißmap in den Arsch, Mann. Ey, das regt mich wieder so auf, ne? Boah, komm. Lappen, Mann. Wo seid ihr, ihr Schweine, ihr Pisser? Boah. Junge, Junge, Junge. Hier rege ich mich auf. Mann, Mann, Mann. Komm, ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. Jetzt wieder von der Seite. Von der Seite. Ist klar. Oder so ein scheiß Kackgerät. Ey. Meine Güte. Boah. Freunde, die zweite Runde, die hat mich einfach so zum Aufregen gemacht. In der letzten Runde haben wir natürlich den Finally-Abschluss gemacht. Und hier wurden wir finally in den Arsch anal penetriert von diesem scheiß Gerät hier. 4 zu 17, 13 Kills im Minus. Klatschen wir mal. Klatscheier. Klatschen wir mal. Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, die erste Folge hat euch trotzdem... Ah, komm, die Folge, die Map werden wir noch zocken. Die ist richtig geil. Aufgeputscht auf Strike Zone. Ich hoffe, dass die kommen wird. Komm, komm, komm. Also würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich direkt wieder, wenn das Spiel in dieser Map startet. War ja klar. Es musste natürlich wieder umgestimmt werden. So Vollidioten mussten natürlich sagen, nee, die Map spielen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, war's das auch hier vom ersten Call of Duty Ghost Let's Play von unserer neuen Serie Road to Quickscope Beast. Wir werden natürlich versuchen, uns zu verbessern. Die Folge war jetzt ganz okay, die erste Debütfolge, sage ich mal. Die erste Runde war mal nicht schlecht, kann man nicht sagen, aber die zweite Runde haben wir richtig aber von hinten in den Arsch bekommen. Ja, ich würde mich über 500 Likes freuen für den Start der neuen Serie. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Was sollt ihr nochmal in die Kommentare schreiben? Wie lange das Let's Play gehen soll? Ob 15, 20 oder 25 Minuten? Sucht es euch aus, schreibt es in die Kommentare. Das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Haut rein, meine Lieben. Und ciao!